Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Melanie und ich brauche deine Hilfe. Ich stehe nämlich vor einem Problem. Ich möchte für eine Woche meine Oma besuchen, kann aber nur ganz wenig Gewand mitnehmen. In meinem Koffer passen nur drei T-Shirts, zwei Hosen und zwei Hüte. Jetzt überlege ich, wie oft ich etwas anderes anhaben kann. Ich möchte nämlich nicht dasselbe Outfit ein zweites Mal tragen. Geht sich das für eine Woche aus? Ich würde gerne ein rotes, ein grünes und ein blaues T-Shirt mitnehmen. Außerdem würde ich eine blaue und eine rote Hose und einen roten und einen grünen Hut in meinen Koffer packen. Bitte hilf mir doch. Überleg dir mal, wie oft ich unterschiedliches anhaben kann, wenn ich jeden Tag ein T-Shirt und eine Hose anziehe und einen Hut dazu nehme. Du kannst dir hierfür auch gerne Skizzen machen. Bist du schon zu einer Lösung gekommen? Ich habe hier mal eine Figur gezeichnet und ziehe sie jetzt an. Das erste Outfit, was ich angezogen habe, ist eines mit einer roten Hose, einem roten T-Shirt und einem roten Hut. Wenn ich jetzt den roten Hut absetze und den grünen aufsetze, habe ich ein zweites Outfit gefunden. Für das nächste Outfit habe ich die rote Hose angelassen. Das rote T-Shirt habe ich gegen das blaue getauscht. Gemeinsam mit dem roten Hut habe ich jetzt ein drittes Outfit. Mit dem grünen Hut ein viertes. Jetzt ziehen wir zu der roten Hose noch das grüne T-Shirt an. Gemeinsam mit dem roten und dem grünen Hut habe ich so nur noch zwei weitere unterschiedliche Outfits gefunden. Wir haben jetzt schon insgesamt sechs verschiedene Outfits gefunden. Jetzt kann ich noch die rote Hose auf die blaue Hose wechseln. Zu der blauen Hose kommt jetzt ein rotes T-Shirt und ein roter Hut. Schon wieder ein neues Outfit. Auch mit dem grünen Hut finden wir noch eine Möglichkeit, die Kleidungsstücke zu kombinieren. Und wenn wir jetzt noch statt dem roten T-Shirt das blaue anziehen, haben wir wieder zwei neue Outfits. Einmal mit dem roten und einmal mit dem grünen Hut. Zu guter Letzt können wir noch das grüne T-Shirt mit jeweils dem roten und dem grünen Hut anziehen. Hier siehst du nochmal alle Möglichkeiten zusammengefasst. Es gibt also 12 verschiedene Outfits, die ich aus den drei T-Shirts, zwei Hosen und zwei Hüten zusammenstellen kann. Damit komme ich locker eine Woche aus. Das, was wir da gemacht haben, ist ein mathematisches Thema und heißt Kombinatorik. Wir haben verschiedene Dinge miteinander kombiniert. Die Kombinatorik hilft dabei, die Anzahl der möglichen Anordnungen von Objekten zu bestimmen. In unserem Beispiel könnte man sagen, dass die Kombinatorik uns dabei hilft, herauszufinden, auf wie viele verschiedene Arten wir dieses Gewand anziehen können. Die Objekte in unserem Beispiel waren also beispielsweise das rote T-Shirt oder die blaue Hose und der grüne Hut. Ich überlege mir also, wie ich drei Kleidungsstücke miteinander kombinieren kann, damit ich verschieden aussehende Outfits bekomme. Jetzt hast du einen ersten Einblick in die Kombinatorik erhalten. Im nächsten Video werden wir uns genauer anschauen, was für Herangehensweisen es gibt, um kombinatorische Aufgabenstellungen, wie in diesem Video das Outfit-Problem, zu lösen. Wir werden uns außerdem anschauen, wie man die Anzahl an Möglichkeiten auch berechnen kann. Bis dann!